jetzt weiter irgendwie drüber nachzudenken. Wir machen jetzt im oberen Stockwerk weiter mit neuen Level. Und die Sterne gucken wir uns, wenn wir das Spiel überhaupt zu 100% machen. Da bin ich mir nämlich jetzt auch schon wieder gar nicht mehr so sicher, ob wir das überhaupt machen werden, ob ich da Lust drauf habe. Weil es ja doch schon... an manchen Stellen ziemlich ätzend ist. Meistens auch wegen der Steuerung natürlich und wegen der Kamera, aber ja. Weiß einer, wie viele Sterne es zu den 100%? Ich glaube 120 Sterne sind 100%, oder? Oder wie viele Sterne gibt es in dem Spiel? Weiß das einer? Ich meine, es waren doch 120, oder? Wo war denn nochmal dieses Sterntor? Hier oben, oder? War das hier? Ja, hier geben wir jetzt unsere 50 Sterne ab. Und schau mal, wie es weitergeht. Die mystische Kraft der Sterne öffnet diese Tür. 120, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es... Oh, da steht ein Taut. Mal gucken, was der Taut zu sagen hat. Betrittst du die Uhr zu verschiedenen Zeiten, werden dir weitere Geheimnisse offenbart. Vielleicht hilft dir auch dieser Stern. Wir bekommen von dem einen Stern? Okay, danke. Okay. Jo, speichern. So, ja, aber zu einer anderen Uhrzeit, wie zu einer anderen Uhrzeit, das Spiel hat doch keine unterschiedlichen... Oh! Die Uhr ist ein Level. Lul. Okay. Tic-Tac-Trauma. Oh shit. Oh shit. Das sieht ja mal gar nicht so spaßig aus, das Level. Okay, wie kommen wir an die... Oh, wir rutschen. Oh, wir rutschen. Wir müssen aufpassen, dass wir... Genau, so, aber... Ja, Leute, what the fuck? Okay, Moment. Hä? Ah, okay, jetzt müssen wir... Wow. Wie... Okay, Moment. Ich glaube, das kann auch schon richtig ätzend werden hier, ne? Man muss da drauf... Aber wie kommt man denn dann auf die anderen Plattformen? Boah, what? Von der Plattform auf die dann auf die obere dann oder was? Lüll. Alter Schwede, ey. Moment. Nee, das kann nicht sein. So funktioniert das nicht. Oder? Nee, what? Wo kommt man da nicht hoch? Alter Schwede. Kann man das nicht irgendwie anders machen? Nee, so geht das leider auch nicht. Junge, soll man echt von der Plattform auf die nächsten dann immer springen? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Wie heißt denn überhaupt der Stern, den wir machen sollen? Rolle den Käfig, okay. Ich versuche jetzt so ein, zwei Mal an die rote Münze dazu kommen, aber alleine, wie soll man überhaupt springen? Eigentlich von hier weiter nach... Ach, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Dann lass uns erstmal hier weitergehen und gucken, wie das Level weiterhin aufgebaut ist. Das Level sieht super bescheuert aus. Oh Gott, der Würfel dreht sich auch noch. Oh, wow. Okay. Und man sollte nicht zu weit springen. Komischerweise. Quack, 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 quack. Deep, 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 du, 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 du. Das ist aber... Auch allein vom Design hier sieht das schon nach ein bisschen... So aus, als ob das ein etwas ätzenderes Level ist, oder? Wie findet ihr das? Oh Gott.
So, so weit, so gut. Hier ist schon wieder irgendwo so elektrisches Grillzeugs. Okay, jetzt müssen wir... Oh Gott, ich gehe erstmal hier ganz langsam und vorsichtig, obwohl wir können an der Wand nicht runterfallen. Das ist auch wieder gut. Yo, wie sollen wir denn jetzt da hochkommen, während sich die Kamera... Obwohl, so geht's aber. So geht's aber. Also springen, springen, springen. Ganz schnell. Springen. Springen. Ja, das war... Oh Gott, zu langsam. Hell! Können wir nicht einfach... Können wir nicht einfach... Okay, ich sollte keine Experimente machen. Ich habe irgendwie gedacht, dass man von so aus gegen die Wand springen kann und dann mit einem Wandsprung irgendwie ein bisschen höher kommt, ohne dass man die Würfel benutzen muss, aber wir sollten es lieber mit den Würfeln versuchen. Und dann kommt man bestimmt auch an die roten, von oben kommt man bestimmt irgendwie einfacher an die roten Münzen. Boah, Mario. So. So weit, so gut. Jetzt können wir natürlich irgendwie gucken, dass wir... So. Das hat echt funktioniert. Ich dachte, ich wusste nicht zuerst, ob man wirklich genug Zeit hat. Aber ja, das klappt eigentlich ohne Probleme. Und von hier aus soll man bestimmt sich die roten Münzen irgendwann mal schnappen. Das machen wir aber dann auch mal... wenn es... Oh Gott. Wenn es soweit ist mit den... Alter, Mario, hör doch mal auf, so scheiße zu springen. Alter, ist der bescheuert, ey. Ist der bescheuert. Ich wollte, dass er einfach nur ganz normal springt und er macht diesen komischen Salto und springt einfach in den Tod, ey. Boah. Dann eben nochmal. Ich verstehe nicht, warum er manchmal diesen komischen ultra hohen Saltosprung macht und manchmal nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also wenn man läuft und in die entgegengesetzte Richtung dann direkt springt, ne? Naja, aber... Junge, das kann man sich halt nicht immer aussuchen. Wie man springt. Och Gott, Mario hat schon wieder eine LKW... Ein LKW-Wendepunkt. Junge, Junge, Junge. Daran werde ich mich auch nie gewöhnen in dem Spiel, ne? Warum? Hier macht er das. Hier dreht er sich einfach sofort. Und manchmal, wenn ich wenden will, dann macht er so einen richtigen Kreis. What the fuck, ey? Dam, 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 da, 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 dam. Junge, Junge, Junge. Manchmal dreht er sich so, wie er sich drehen soll. Und manchmal, Alter, da, als ob er so ein LKW ist. Let's go! Dim, 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 du, 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 du. So, jetzt schaffen wir das aber. Oh, spring doch da hoch. Boah, Gott im Himmel, ey. Jetzt wären wir fast zu langsam gewesen und wären fast wieder abgestürzt, ne? So, hier hoch und jetzt hier lang. Es ist eigentlich gar nicht schwer, diese Passage hier, aber Mario ist halt so richtig behindert gesprungen vorhin. So, genau. Er soll einfach nur so springen, wie ich es will und nicht anders. Und dann klappt das auch. Rolle den Käfer. Okay, da haben wir schon einen Stern. An den sollte man eigentlich easy drankommen. Das hat aber nichts mit einem rollenden Käfig zu tun, oder? Hatte das jetzt was mit einem rollenden Käfig zu tun? Ich glaube eher weniger, ne? Was für ein Stern war denn das jetzt? Rolle den Käfig? Hä, das hat doch gar nichts damit zu tun. Ist egal, wir haben den ersten Stern. So. Wir gehen nochmal ein bisschen da rein. Und dann schauen wir uns mal hier
Ach komm, geh doch da hoch, Mario. Weil einen Stern hatten wir da unten noch gesehen. Und wir könnten auch versuchen, von oben irgendwann mal achte auf das Pendel. Okay. An die roten Münzen zu kommen. Ach da, hier, aber welches Pendel? Meinen die das Pendel? Meinen die das andere Pendel da oben? Was für ein Pendel meinen die? Kann man sich irgendwie umsehen? Ach ja, so kann man sich nochmal umsehen, genau. Da oben ist noch ein Stern, ne? Aber es hat halt nichts mit dem Pendel zu tun. Gott, wie soll man denn an die roten Münzen... Oh Gott, das wird auch... Wahrscheinlich wird das ekelhaft, an die roten Münzen zu kommen. Okay, aber keine Ahnung, was die im Moment meinen mit achte auf das Pendel. Oh Gott, im Himmel. Uiuiui. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Alles unter Kontrolle, gar kein Thema. Alles unter Kontrolle, gar kein Thema. So, wir können... Wie hatten wir das vorhin geschafft, uns umzusehen? Ja. Ja. Eigentlich, okay, vielleicht klappt das aber auch nicht von hier, sich umzusehen, weil die Wand im Weg ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, nee. Boah, ist die Stelle auch ätzend hier, ey. Junge, Junge, Junge. So, geh da hoch. Jetzt warten wir einmal. Oh, im richtigen Moment springen. Genau, und dann klappt das eigentlich. Okay, sehr gut. Jetzt ist halt nur das Problem, wir dürfen uns von hier... Hier dürfen wir uns halt auch nicht... Dürfen wir uns halt auch nicht so viel Zeit lassen. Hm, Kacke. Oh, shit. Shit, jetzt dürfen wir den Weg normal laufen. Okay. Alter, es muss noch irgendeinen Trick geben. Es muss noch irgendeinen Trick geben, vernünftig an diese roten Münzen zu kommen, ne? Also, was heißt vernünftig? Aber halt ein bisschen einfacher. Och, Mario, geh doch da hoch. Ach, das ist nicht dein Ernst, Mann. Ach, warum er einfach manchmal gegen die Wand springt, anstatt einfach nur hochzuspringen und sich an der Kante festzuhalten. Ich verstehe so langsam schon, warum Denzen das Spiel abgebrochen hat. Ich verstehe es so langsam. Es ist einfach super ätzend von der Steuerung her. Und sogar Denzen, so ein Super Mario Pro, hat das Spiel einfach abgebrochen, weil es ätzend ist. Ich verstehe auch langsam, warum. So, jetzt warten kurz. Jupp. Geh doch da hoch, Mario. Alter Schwede, ey. Was tust du denn? Ist der behindert? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So, hoch. So, jetzt kurz warten. So, da hoch. Und hier weiter. So ist gut. Aber Junge, wie sollen wir mit dieser Kameraeinstellung an diese roten Münzen kommen? Wenn wir hier langlaufen, gibt es doch bestimmt auch ein... Hier gibt es keinen Stern, gar nichts zu holen. Ah, doch, da. So gibt es einen Stern zu holen. Ach, die meint vielleicht das hier mit dem Pendel. Kann das sein? Das hier meinen die mit dem Pendel. Okay, cool. Den nächsten hätten wir schon mal.
Nee, das war der Stern, lass dir den Weg zeigen. Okay, die meinen dann immer noch irgendwas anderes mit dem Pendel. Achte auf das Pendel. Aber was meinen die mit achte auf das... Ich glaube, das Pendel ist ein bisschen verbuggt. Das Pendel hat keinen Bock zu pendeln. Seht ihr das? Auch das Laufband läuft nicht. Hä? Auch die Würfel bewegen... Okay, ist das ein Bug? Das ist ein Bug, oder? Wir haben alle Zeit der Welt. Die Würfel bewegen sich nicht. Oh moin, warte mal. Heißt das jetzt... Ach du Scheiße. Vielleicht sollten wir das aus... Können wir das ausnutzen? Das ist doch ein Bug. Normalerweise habt ihr ja gerade die ganze Zeit gesehen, bewegt sich das alles hier, ne? Können wir das jetzt vielleicht ausnutzen, um die roten Münzen zu bekommen? Oder hat das... Lol. Würde mir ja irgendwie ziemlich gut gefallen, ne? Lol. Okay. Das wäre ja jetzt mal... Also das wäre ja jetzt mal super geil. Ich glaube, wir haben gerade einen Bug im Level. Aber das nutzen wir aus. Das ist mir egal. 6 rote Münzen. Uns fehlen noch 2 rote Münzen, dann haben wir alle 8. Aber ich kann jetzt von hier leider nicht mehr gucken, wo sich die roten Münzen befinden. Und Mario hält sich, glaube ich, auch nicht an der Kante hier fest, oder? Nee, nee, Bug Abuse wird hier nicht toleriert. Ach, Abuse. Bug Abuse wird hier nicht... Ah, doch, doch, auf jeden Fall. Bei diesem Scheiß-Game wird das auf jeden Fall geused hier, dieser Bug. Okay, er hält sich definitiv nicht fest an der Kante von diesen komischen Pendeln hier. Ja, nice. Das nutzen wir jetzt aber sowas von aus. Ach Junge, okay, wir gehen nochmal nach oben. Wir dürfen halt nur nicht sterben, ne? Ansonsten haben wir... Obwohl, nee, wir gehen nicht den Weg. Wir versuchen es hier. Hier sind wir wenigstens safe und können nicht sterben. Oh! Aber so könnte es Jahre dauern, bis wir hier durchkommen. Aber es ist auch egal. Was dauert bei mir keine Jahre, um hier durchzukommen, ne? Junge, warum springt der denn da nicht hoch? Was ist denn mit dir? So, geht doch. Geht doch. Och, Mario. Och, Mario. Okay, wir gehen den normalen Weg. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht sterben. Aber es sollte eigentlich kein Problem sein, weil sich ja nichts bewegt. Also eigentlich sollte das relativ safe sein, hier durchzukommen. Oh, nur vorsichtig, da. Die sind auch ganz oben gewesen, die Münzen. Okay, die letzten beiden Münzen sind auch hier ganz oben. Okay. Soll dann hier einmal stehen bleiben? Wo war ich? Ah, da, genau. So. Und so. Wie perfekt ist das denn? Jetzt fragt sich nur, wo der Stern spawnt. Da spawnt der Stern. Das heißt, wir können von hier nochmal da hoch. Ja. Und dann in den Stern springen. Juhu, ich glaube, wir haben jetzt schon ordentlich Glück gehabt, oder? Wenn sich die Dinger nämlich bewegen, ist es, glaube ich, so, so viel schwieriger. Und ich glaube auch richtig ekelhaft, irgendwie an diese roten Münzen zu kommen. Okay, nice. Aber ich beschwere mich nicht. Ja, jetzt bewegt es sich nämlich auch wieder. Jetzt bewegt es sich nämlich auch wieder. Okay, ich glaube aber, das war ganz gut, dass wir das jetzt ausgenutzt haben, an die roten Münzen zu kommen. Jetzt frage ich mich aber trotzdem nur, was bedeutet das mit achte auf das Pendel? Okay, wir kennen bis jetzt 2 Pendel in diesem Level.
Aber wir haben noch nicht gesehen, dass auch nur ein Pendel davon was mit einem Stern zu tun hat. So, Moment. Nein, nein, nein! Ah, ich wollte die Kamera bewegen und nicht in Mario. Scheiße, okay, nochmal. Okay, wisst ihr, was wir einmal machen? Wir gehen nochmal nach ganz oben in dem Level und gucken und versuchen uns von da mal umzuschauen. Weil ich weiß nicht, was im Moment die Pendel mit einem Stern zu tun haben sollen. Und da steht aber, achte auf das Pendel. Aber keine Ahnung, was damit gemeint ist. Oh, shit! Kann es sein, dass sich der Würfel auf einmal schneller wieder gewendet hat als vorhin? Ich hatte jetzt irgendwie doch das Gefühl, ich dachte eigentlich, wir haben viel mehr Zeit, bevor sich der Würfel nochmal dreht. Aber irgendwie ging das jetzt schneller. Irgendwie ging das jetzt schneller als davor. So. Hä? Lol. Hä? Habt ihr... Das Level ist immer anders. What the fuck? Die Würfel haben sich, als wir davor waren, ne, die drei Würfel, wo man hochspringen muss, die haben sich immer gleichzeitig gedreht ansonsten. Jetzt haben die sich alle nacheinander gedreht. Habt ihr das gesehen? Lol, was ist das für ein verbuggtes Spiel? Wie schlimm ist das denn? So kann man da fast gar nicht hochkommen. Lol, wie unfair. Jetzt drehen die sich wieder gleichzeitig. Seht ihr das? Wie bescheuert ist das? Junge. Da war doch klar, dass man da nicht... Dass man da nicht hochkommt. Junge, Junge, Junge. Wie bescheuert. Och, Mario. Manchmal springt er so, als wenn er 50 Kilo mehr wiegen würde. Manchmal springt er so, wie man es immer direkt will. Okay, wir versuchen jetzt einmal direkt ganz hoch zu kommen. Oh. Und dann versuchen... Alter Schwede. Und dann versuchen wir, auf das Pendel zu achten. So, 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 so. Boah, gosh, war das viel zu knapp, war das. Okay, die Frage... Ah, wir können mal auch mal versuchen, hier oben mal drauf zu kommen. Genau. Und dann mal schauen. Ah, wir müssen da noch weiter, ne? Ah, wir müssen mal hier noch weiter. Ah, das geht hier noch weiter, das Level. Okay. Dann schauen wir doch erstmal, was passiert, wenn wir hier... Oh, dem Level weiter folgen, wollte ich gerade sagen, aber... Mario hatte auch wieder gar keinen Bock. Mario hatte gar keinen Bock, sich... Warum hält er sich denn nicht immer an der Kante fest? Junge, dieser Klempner geht mir aber auch... Alter! Geht mir aber auch gehörig auf die Nerven, so ab und zu mal. Oh Gott! Hier hält er sich auf einmal wieder fest. Mario, wie wär's mal, wenn du... dich nicht immer nur dann festhältst, wenn du mal gerade Bock hast, sondern immer dann, wenn ich es dir befehle. Wie wär's? Hm? Einfach nur, wie wär's, Mario? So, nochmal. Hier muss man springen, das ist klar. Okay, pass auf, wir machen es so. So, da sind wir eigentlich relativ safe mit diesem Sprung. Okay. Ja. Nein. Jetzt bitte nicht in die falsche Richtung springen. So ist gut. Oh no. Bitte nicht wieder so ein Scheißvieh. Aber ich weiß, wir wissen ja nicht mehr, wo wir... Oh Gott. Wo sollen wir denn... Oh wow. Wir wissen ja nicht mehr, wo wir hin sollen. Aber wir müssen darüber, oder?
Bitte dreh mal. Ach so. Aha, hier ist ein Pendel, was sich noch dreht. Ah, und da ist noch ein Stern. Okay. Müssen wir hier springen oder können wir hier laufen? Nee. Nee. Gut, dass wir gesprungen sind. Da hätten wir springen müssen. Oh Gott, ich sehe nichts. Pendel? Ich sehe nichts. Sind wir. Oh Gott im Himmel. Okay. Wir haben den Stern. Ist das der Stern an? Achte auf das Pendel? Oder welcher Stern war das jetzt? Ja, okay, perfekt. Wir haben jetzt wieder 3 Sterne in diesem Level gesammelt. Eigentlich bin ich damit zufrieden, aber wir gehen trotzdem noch einmal rein und gucken uns noch einmal an, wie denn der nächste Stern ungefähr wäre. Und dann können wir uns aber mal um ein anderes Level kümmern, weil das Level auch schon ein ganz kleines bisschen nervig ist. Stampfe mächtig auf. Es fehlen uns aber... Ach, wir haben sogar schon 4 Sterne in dem Level gesammelt. Ja, moin. Stampfe mächtig auf. Ja, ich habe gesehen, da war noch so ein Schalter. Aber dieser Schalter war bis jetzt halt immer nur für blaue Münzen da. Der uns hat so ein Schalter, wo wir draufstampfen müssen, noch bis jetzt noch nie einen Stern gegeben. Ach, guck mal, jetzt dreht sich alles wieder unterschiedlich. Nee, jetzt wieder... Hä? What the fuck? Okay, man hat aber genug Zeit. Aber seht ihr das? Wie unterschiedlich sich das alles dreht hier? Es ist doch einfach... Gott, diese Level. Okay, aber egal, wir haben es trotzdem geschafft. Stampfe mächtig auf. Wir haben eigentlich nichts gesehen bis jetzt, wo man hier... das war gut, Mario. Wo man hier stampfen muss, um an den Stern zu kommen. Yo. Alter. Kann es auch sein, dass sich diese Plattformen jetzt auf einmal schneller drehen als in den Malen davor, als wir hier in diesem Level waren? Junge, das ist immer unterschiedlich schnell. Seht ihr das? Also, ich würde ja lachen, wenn ich mich darüber freuen würde. Aber irgendwie habe ich Angst, dass uns das auf jeden Fall noch das Leben kosten wird. Ja, das ist doch viel schneller als davor. Das ist doch nicht mehr feierlich. Stampfe mächtig auf. Wir können einmal versuchen, nochmal nach da oben zu kommen. Und dann einmal auf dem Schalter zu stampfen. Aber ich sage euch jetzt schon, bis jetzt hat uns das noch nie einen Stern gebracht. Deswegen, warum sollte uns das jetzt einen Stern bringen? Jetzt können wir uns wieder umsehen auf einmal. Siehst du da, den Schalter da, ne? Den meinen wir. Der hat uns bis jetzt noch... Aber man kommt noch weiter hoch irgendwie. Vielleicht kommt man auch noch weiter hoch. Okay. Das schauen wir uns einmal an. Bevor wir dann in ein anderes Level gehen, schauen wir uns das auf jeden Fall nochmal an. Aber mit Stampfe mächtig auf sollte es ja eigentlich bedeuten... Ah, ja, in die Richtung. Hier waren wir noch nicht. Das ging tatsächlich gut. Kamera, könntest du dich einmal... Ja, genau. So, wo geht es denn noch hier lang? Oh Gott, ich hab ein bisschen Bammel, ne? Ach, das wird... Ach so, können wir auch... Ah, wir können auch nach da sofort, oder? Klappt das? Ich weiß nicht. Nee, das ist zu weit. Nein, das ist viel zu weit. Das sollten wir nicht machen. Oh, kommen wir da hoch? Ich habe irgendwie Angst. Genau.
Genau davor hatte ich Angst. Genau davor hatte ich Angst. Okay, scheißegal. Scheißegal, wir gehen jetzt in ein anderes.